Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silas F. Schon lange her, dass ich diesen Satz gesagt habe, über 2 Wochen, aber ich hatte viel zu tun. Jetzt gibt es aber wieder ein neues Video und ich freue mich, dass ich ein neues Video machen kann. Und was mich gleich mal zu Anfang noch interessieren würde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, zu welchen Themen ich in Zukunft noch Videos machen soll. Ich kann ja zu vielen verschiedenen Themen Videos machen, aber ich will natürlich auch was machen, was euch weiterhilft. Von daher schreibt es mir mal in die Kommentare, liked auch die anderen Kommentare, damit ich ungefähr sehe, was ich oder in welche Richtung ihr euch am meisten interessiert, dass ich da auch spezifisch dann Videos machen kann. Und noch eine Sache, wer mein Filmpaket, Post-Production-Paket noch nicht gedownloadet hat, werden wahrscheinlich schon einige von euch gemacht haben, solltet ihr noch unbedingt tun, Link dazu, der erste in der Videobeschreibung, coole Presets, Effekte und so weiter. Aber jetzt geht's los mit dem Video, wir sehen uns nach dem Intro. Heute geht es um dieses schöne Stück Glas oder Objektiv, das Samyang 35mm Cine Objektiv Blende T1.5. Und für alle, die sich jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt fühlen, T1.5, das ist einfach, das wird im Filmbereich als die Blendenöffnung benutzt. Also es gibt ja F-Stops, also das F, das kennt ihr mehr aus dem Fotobereich, und das T, das ist eben, wird mehr im Filmbereich verwendet. Das gibt einfach die Blendenstops an. Und das ist nochmal eine Wissenschaft für sich, aber grundsätzlich kann man hier jetzt sagen, T1.5 entspricht einer Blendenöffnung von F1.4, also eine 1.4er Blende könnte man sagen. Und warum habe ich mir dieses Cine-Objektiv gekauft? Das hat den Grund, dass ich hier einmal einen Zahnkranz habe. Das heißt, wenn ich mal einen Follow-Fokus an meinem Objektiv befestigen will, kann ich das machen, weil ich hier eben einen Zahnkranz habe und dann kann ich eben die Schärfe ziehen, während ich filme. Ein weiterer Vorteil ist, dass so ein Cine-Objektiv so ausgelegt ist, dass wenn man die Schärfe zieht, einen viel weiteren Weg hat, bis man an dem Punkt ist, wo eben die Schärfe sein soll. Ihr kennt es vielleicht von Fotoobjektiven, wenn man da versucht, manuell die Schärfe zu ziehen, da ist man sehr schnell daneben, weil man einfach diesen ganz, ganz kleinen Spielraum hat. Hier ist der wesentlich größer, also ich kann hier um 180 Grad drehen und deshalb bekomme ich auch viel besser den Fokus und kann viel mehr die Schärfe richtig treffen. Kommen wir nun zu den 4 Punkten, warum ich denke, dass sich jeder Filmemacher dieses Objektiv kaufen sollte. Ob das jetzt von Samyang ist, das ist jetzt mal dahingestellt, aber ich denke, Samyang hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also was man dafür sein Geld bekommt, ist echt cool, hat auch einen gewissen Charakter, einen Charme, ein Samyang-Objektiv zu haben. Und Punkt Nummer 1 ist auf alle Fälle der, dass ihr eine unheimliche Schärfe mit diesem Objektiv bekommt. Das ist grundsätzlich so, also es gibt ja Zoom-Objektive und Festbrennweiten. Bei Zoom-Objektiven, ganz kurz zusammengefasst, kann man sagen, das sind mehr Linsengruppen verbaut und das ist komplizierter und deshalb ist die Schärfe auch einfach nicht so gut wie bei so einer Festbrennweite, wo einfach nicht so viele Linsengruppen verbaut sind und die sich auch nicht gegenseitig verschieben müssen. Deshalb, ihr bekommt mit einer Festbrennweite grundsätzlich eigentlich eine bessere Schärfe. Punkt Nummer 2 ist folgender. 35mm, das ist so das natürliche Sichtfeld, das wir als Menschen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Ultraweitwinkel filmt, so ja 16mm oder mit einem ganz starken Zoom-Objektiv 200mm, das ist alles so eigentlich in Anführungszeichen verzerrt, was wir realistisch sehen würden. Deshalb die 35mm, das ist ein sehr natürlicher Look. Da fühlt man sich so als Mensch, sage ich mal, direkt wiedergespiegelt, weil man eigentlich genau das sieht, was man auch mit seinem menschlichen Sichtfeld sieht. Der 3. Punkt, die sich dieses Objektiv zu kaufen, ist der, dass ihr ein unheimlich lichtstarkes Objektiv hier bekommt. Ich habe es schon erwähnt, T1.5, Blende 1.4, das ist eine sehr weite Blendenöffnung, das heißt, ihr könnt mit sehr wenig Licht filmen. Das ist ja oftmals das Problem, auch wenn man kleinere Kameras hat, dass man eben den ISO sehr schnell nach oben schrauben muss, weil nicht genügend Licht vorhanden ist. Gerade abends, wenn man da mal filmt, auf Events oder Shows, da kann es sehr schwer sein, dass man da eben genügend Licht bekommt. Mit so einem Objektiv habt ihr die Möglichkeit, auf Blende 1.5 zu gehen, also T1.5, Blende 1.4 zu gehen, und dann bekommen wir unheimlich viel Licht rein. Und dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 4. Mit so einem Objektiv bekommt man ein sehr schönes Bokeh. Ich habe es schon erwähnt, Blende 1.5, T1.5, Blende 1.4.
Das ist eine sehr weite Blendenöffnung. Also ich kann mein Objekt sehr stark vom Hintergrund abheben und das ist einfach toll, weil man da einfach so nochmal den Fokus bewusst auf Dinge lenken kann. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie filmst du bitte mit einer Blende von 1,4 am Tag? Ganz einfach, es gibt ND-Filter und diese ND-Filter kann man sich eben vor sein Objektiv schrauben und dann schafft man es eben, das also sind wie Sonnenbrillen für die Kameras, dann schafft man es eben auch mit einer weiteren Blendenöffnung zu filmen und trotzdem auch bei hellem Tageslicht so eine schöne Tiefenschärfe zu bekommen. Noch kurz drei Sachen, die ihr von diesem, also speziell diesem Objektiv hier nicht erwarten dürft. Es sind folgende. Erstens, dieses Objektiv, ihr müsst manuell die Schärfe ziehen. Das heißt, ihr habt keinen Autofokus. Wenn ihr euch jetzt ein Fotoobjektiv kauft, da habt ihr meistens einen Autofokus dabei. Aber hier bei diesem Cine-Objektiv, die meisten Cine-Objektive, also ich kenne keins, das einen Autofokus hat, da müsst ihr einfach von Hand manuell den Fokus ziehen. Dann zweitens, ihr habt keinen Bildstabilisator verbaut. Da müsst ihr auch einfach ein ruhiges Händchen haben vom Stativfilm oder irgendwie eine andere Stabilisierungsmöglichkeit finden. Und das dritte ist, ihr müsst die Blende auch manuell mit diesem Rad hier festlegen. Und für mich sind das keine Abstriche, weil ich bin ja eh Filmemacher. Also ich habe das gern, wenn ich einmal den Fokus selber bestimmen kann und festlegen kann. Und es geht auch echt gut mit diesem weiten, mit der weiten Range, die man hier hat. Und die Blende, das ist eigentlich auch kein Problem, die manuell festzulegen. Und sie ist vor allem stufenlos, das hat man beim Fotoobjektiv nicht, also ich kann abblenden und es geht smooth und nicht irgendwie mit Absetzen. Also, das waren noch kurz die drei Punkte, die man von so einem Objektiv nicht erwarten darf. Also, ich kann jedem nur empfehlen, sich mal so ein Objektiv anzuschauen. Den Link zu diesem Objektiv findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und ich finde es auch cool, mit so einem Zoom-Objektiv, dann zoomt man halt hin und dann ist man nah dran. Mit so einem 35mm oder mit allgemeiner Festbrennweite ist man einfach herausgefordert, auch ein bisschen rumzulaufen, sich neue Blickwinkel zu überlegen und nicht einfach nur an einem Punkt zu stehen und sagen, so, jetzt zoome ich mal hin. Das ist was ganz anderes, mit so einer Festbrennweite zu arbeiten. Und ja, oh, ist einfach herrlich, so eine schöne Festbrennweite zu haben. Und ja, das ist einfach toll. 35mm kann ich jedem nur empfehlen. Und die Naheinstellgrenze ist auch cool bei diesem Objektiv. Also ich kann bis 35 cm nah an Objekt hingehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brennweite von 85mm hätte, auch vom Samyang, dann wäre die Naheinstellgrenze bei 60 cm. Das heißt, ich müsste so weit weg sein von meinem Objekt. Und ich finde es einfach toll, dass man mit dem 35mm auch noch relativ nah hin kann. Ist einfach ein vielseitiges Objektiv. Es eignet sich für alles und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches eures Lieblingsobjektiv ist und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich sag an dieser Stelle ciao. Hier links geht es wie immer zu zwei weiteren Videos, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Hier unten unbedingt abonnieren, schaut auch mal auf Facebook oder Instagram vorbei. In diesem Sinne, zum zweiten Mal, ciao.